Sieht das cool aus? Das ist ja. Sind das Tauben? Die sehen krass aus, die Tauben. Na gut, klettern wir mal weiter nach oben. Das ist eine geile Nachtsicht. Echt. Der Hammer. Oh, geil. Aber im Meer ist hier Nebel, ey. Im Meer. Kannst du gar nicht mehr richtig gucken. Da. Also solche Sprünge kann niemand so akkurat machen. Was macht das Pferd hier? Ich brauche das Pferd doch nicht. Mein Gott. Okay, nächstes. Danach hätten wir fast so ziemlich alles erkundigt. Da vorne. Oh, sogar ziemlich nah dran. Mann! Vor allem nur ein paar Meter weiter gelaufen. Und schon wieder ein neuer Punkt. Der andere war doch gerade auf der anderen Seite. Das will mir gerade nicht wirklich in den Kopf rein. Wieso? Ja. Zwei Punkte direkt nebeneinander. Normalerweise musste man schon einen gewissen. Ja, schon einen gewissen Bereich abgesucht haben. Man braucht dazwischen ja auch noch ein bisschen Platz. Also dann, synchronisieren. Schwebmode activated. Und dann, hier ist es. So, wenn der jetzt aus Versehen das Ding verfehlt, ey, ich raste aus. Also dann, hier dann das letzte. Und danach begeben wir uns erstmal zu dem schönen interaktiven Gespräch. Vor allem habe ich jetzt das Ganze abgesucht und ich habe jetzt noch keine andere Seite gefunden. Komischerweise. Normalerweise müsste ich die doch immer finden. Die sind doch immer auf der Karte irgendwie markiert. Na gut. Wem war das eigentlich interaktiv? Ja, genau. Das war ja die Ecke hier. Aber wenn man auf der Karte guckt, dann sieht man wenige Orte, an denen man sich allgemein orientieren kann. Finde ich. Also, man hat zwar das hier und das hier, aber das war's. Man hat jetzt nicht zum Beispiel alle möglichen besonderen Orte hervorgehoben oder so, mit irgendeinem gewissen Bereich oder so. Muss ich da schon irgendwie selber das machen? Ich fand, das war, glaube ich, bei den anderen ein bisschen besser gelöst. Und der hätte wegen schon die ganz besonderen Dinger mitbekommen hier. Diese Rätsel und so. Das ist ja eigentlich das, was es ausmacht. Rätsel. Wir wollen die lösen. Wir wollen ein bisschen Verschwörungstheorien aufdecken. Ein bisschen Illuminati spielen. Also dann. Heuhaufen. Nee, Maishaufen ist es ja. Wir sind in Amerika. Da gibt's kein Heu, da gibt's bloß Mais. Und es geht rein. Na gucken, was der gute Benji mir jetzt erzählen kann hier. Lasst uns später reden, Freund. Also ich habe jetzt ganz den Sinn nicht mitbekommen, ein interaktives Gespräch anzuzeigen, wenn der nicht mit einem wirklich reden kann. Wenn das Einzige, was er sagen kann, ist, tut mir leid. Jetzt ist gerade ungünstig. Na gut. Hauptmission. Kann ich mich denn irgendwie mal. Das Teleportieren funktioniert ja nicht so gut. Okay. Da hinten ist es. Aber die Hauptmission wird, glaube ich, auch noch separat separat angezeigt. Mein Gott, lauf doch einfach mal an dem Ding vorbei. Himmelarsch zu hören. Unmöglich. Unmöglich. Aber gut, hier geht's noch weiter. Wir sind, glaube ich, gleich, ja, da hinten. Ich könnte natürlich jetzt abkürzen, indem ich einfach mal hier quer über die Dächer renne. Es wird jetzt ziemlich interessant, wie die Wachen mich denn jetzt mitbekommen werden. Ja, und jetzt wird's gleich kritisch. Oh Gott, bitte lass es hier irgendwas sein. Ich bin tot. Oh mein Gott, das hat nochmal gut, ist nochmal gut ausgegangen. So, und jetzt gehen wir mal fix da rein. Mal gucken, vielleicht gibt es da nochmal irgendwas Besonderes. Tür öffnen. Nee, überspringen wollen wir es doch nicht. Ja,
Der Name sieht gut aus. Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Cyril Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate fort. Dann müssen wir dort hinein. Lasst mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Irgendwie sind seine Augen ziemlich dunkel gewesen. Vielleicht hat er was genommen? Ein bisschen Opium? Na gut. Gibt's sonst noch irgendwas? Ja, jetzt. Wir sind wieder übelste Sorte woanders. Das ist ja krank. Also dann. Der Soldat. Mission starten. Was haben wir denn da Feines? Los. Amuse me. Was ist euer Begehr? Neuer Rekord. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Ha? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddock. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Und wer ist General Braddock? Nur so ganz klein ein wenig. Wahrscheinlich der, dem das Zeug alles gehört. Aber wieso ist der Einzige, der nicht in Rot rumläuft? Ja, nicht mal annähernd. Nee, es muss ja alles grau und grau sein. Aber ich finde, die Trachten sind total cool. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum. Man muss zwar nicht zwingend mal diese Tücher dann noch im Hals hängen haben, aber... Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel. Und euch bleibt der Galgen erspart. Oh, jetzt wird sie springen. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Jetzt wird's kritisch. Und wir haben ein Problem, was wir jetzt lösen müssen. Ziemlich schnell sogar. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay. Wie genau funktioniert das jetzt? Warnung, Sperrgebiet. Je näher sie einem Gegner sind, desto schneller entdeckt er sie. Nee! Oh Mann, ey! Das ist doch sowas von behindert. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay, und wie mache ich jetzt das Signal? Oder muss ich jetzt allgemein hinter denen her? Okay, war im Sperrgebiet. Ach, deshalb waren oben die 14 noch Sekunden runtergelaufen. Sehr interessant. Normalerweise war das doch hier. Vielleicht auf die Marlboro. Nein,
Die Bewohner sind zu zufrieden. Nein. Ah. Was ist jetzt schon wieder los? Ich glaube es einfach nicht. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, es wäre viel einfacher, wenn man wissen könnte, ob man jetzt Stealth-Mode-mäßig, also richtig Stealth-Mode sein müsste oder halt nicht, ne? Wir sind im Sperrgebiet, na gut. Immer noch Sperrgebiet, ist klar. Immer noch Sperrgebiet, ist klar. Das ist meine Ecke, Mann. Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser. Was? Ich check's einfach nicht. Was plant ihr jetzt? Ah, da ist irgendwas verkehrt. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille. 15 Sekunden Zeit für die Entdeckungsdings da, was auch immer. Die Frage ist halt nur, wie funktioniert das jetzt mit dieser. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlboro. Nein. Die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja. Den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Aus unerklärlichen Gründen hat das vor uns nicht so ganz funktioniert. Wo sonst mehr kaufen? Ich habe ja alles. Es nervt ein bisschen, wenn man hinter einer Ecke steht und dann trotzdem noch entdeckt wird. Das ist doch nicht der Sinn, hinter einer Ecke zu sein. Da kann man ja direkt gleich auf der Straße bleiben. Okay, reden die jetzt wieder? Oh nein. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Limit für Entdeckung, 12 Sekunden. Latschen die jetzt mal weiter. Gut. Das merken die ja natürlich nicht, dass hier die ganze Zeit jemand in wundervoller Tracht hinter denen herläuft. Und es ist immer noch 15 Sekunden. Aber es wird wahrscheinlich dann gleich wieder kritisch. Krass, wie die mich dann instant entdeckt haben. Das fand ich deswegen schon ein bisschen gemein. So, okay. Jetzt was? Ich glaube, jetzt passiert gleich irgendwas los. Tschüss. Okay. Und Halunken seid ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Ihm nach! Eieiei. Da werden sie itch. Vor allen Dingen ignorieren die den total. Hallo, was geht? Hallo? Oh, jetzt. Na gut. Oder halt nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Im Zielgebiet bleiben. Wo ist denn bitte das Zielgebiet? Na gut. Muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Okay. Ja, das war nämlich die schöne Meteranzeige, die man hatte. Aber dann meistens auch für benutzerdefinierte Orte. Dass man einfach nur ein, ja, eventuell mal grob dahin oder so. Okay, gut. Alles noch in Ordnung. Lass den gehen, Edward. Jetzt wird's kritisch. Hier wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Wir haben ein Problem. Und ich muss wieder... Oh mein Gott. Oh fuck, falsche Taste. Wieso drück ich denn die ganze Zeit Q? Ach, Q war hier fürs Anvisieren, ne? Ja. So, komm, Junge. Einer weniger. Wer will was? Combo-Attacke in Folge 3. Die Spitzen dürfen keine Verstärkung rufen. Wollen die mich verarschen? Oh, kotzt mich das an. Beinahe hätte ich noch Skuddel mitgekriegt, aber egal.
Ziele eliminieren. Wieso rennt die da lang? Können wir da einfach mal stealthmäßig hier durchgehen? Nein. Man muss ja jedes Mal. Einer weniger. Einer weniger. Und Numero letztes. Als ob die Verstärkung jetzt so viel hätte ausgemacht. Ich soll eine Summe mal kurz einen wegstecken. Ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Und es wird interessant. Moment. Ja, okay, geht weiter. Fortschritt. Ja, ich konnte nicht, das ist... Wollen die mich rollen? Die können einfach mal so seitlich an mir vorbeilaufen. Nö, die gehen direkt auf mich zu und gehen mir auf den Sack. Mein Gott. Die Gegner sind zwar hochintelligent, aber trotzdem noch dumm. Siebetner, gar nicht. Na gut, öffnen wir die Tür und schauen wir mal, was hier drinnen jetzt auf uns wartet. Wieder einmal. Oh, schnell von A nach B zu kommen. Und dann hier in dieser Taverne rumzubruchseln, ist doch echt schlimm. Das letzte Mal, da konnten wir wenigstens schnell uns in der... Da gingen wir rein und zack, hatten wir einen Auftrag. Aber hier, jetzt, na... Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein zweiter. Mhm. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen ob Somme. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu. Und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und... Und Edward brachte sie alle um. Oh. Sogar die Kinder. Oh Gott. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Er tötete, tötete. Freund oder Feind, Zivilist oder Soldat, schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Ja, Problem. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Ja, zum Glück nur das. Nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Auf alle Fälle. Recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Hm. Ich weiß. Es ist sehr töricht, yep, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Yep. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Es geht nicht darum, dass sie sich ändern können, sondern dass sie sich ändern werden. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Okay, gibt's noch was? Ich hoffe, ihr und der General findet einen Weg zur Versöhnung. Nehmen bleiben. Hoffentlich habt ihr recht, Haytham. Okay, recht womit? Ich gehe dann wieder an meine Arbeit. Was für Arbeit? Okay, reden wir mal fix noch hier mit dem... Hallo? Jetzt? Bisher habe ich noch nichts Neues. Oh, sehr schade. Ihr werdet der Erste sein, der es erfährt. Okay, was mit dir? Hallo? Hallo? Jetzt. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte, weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Wahrscheinlich nicht. Ist es denn etwa nicht so? Nö. Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein. Es war ein weniger abstrakter Grund.
Ich mag Geld. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja, doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll, nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen zu hoch, wenn...